Die Universalgelehrten der Space Frogs haben sich mal wieder mit einem Thema beschäftigt, von dem ich absolut ausgehen muss, dass sie sich bestens damit auskennen. Denn, wie man das so macht, als edgy Populist der Meinungsblogger-Szene, darf man natürlich auch die 18% oder teilweise sogar 20%, die die AfD derzeit in Umfragen erhält, auch auf Bundesebene, darf man natürlich nicht auslassen, das auch wahrscheinlich humoristisch zu verwerten. Das Video heißt, warum die AfD 18% bekommt. Und ich bin sehr gespannt auf die Erklärung. Ah, Panik, Panik! Die AfD hat hohe Umfragewerte. Wir müssen unbedingt rausfinden, wer ist schuld, damit wir mit dem Finger auf ihn drauf zeigen können. Reicht eigentlich jetzt auch schon wieder. Also ich frag mich, warum macht man sich über Antifaschistinnen lustig, die es bedenklich finden, dass 20% der wählenden Bevölkerung laut Umfragen fucking Nazis Kunst, wählen. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass es nicht nur diese 18-20% in den Umfragen sind, sondern vor allem schockierend ist ja die Tatsache, dass sich bis vor ein paar Jahren noch knapp 80% der deutschen Wählerschaft eine Stimme für die AfD unter keinen Umständen vorstellen konnten. Also dass sie die Wahl der AfD kategorisch ausgeschlossen haben. Und die Zahl, knapp 80%, ist runtergegangen auf 55. Das heißt, wir haben 45% der deutschen Wählerschaft, die Nazis nicht kategorisch ausschließt. Das ist bedenklich. Und das war auch 2018 nicht so. Oh, wir könnten einfach den Wählern die Schuld geben. Vielleicht sind die ja einfach nur dumm und ungebildet. Ja. Sortierst du Wahlergebnisse nach Bildungsgrad, findest du deutliche Unterschiede. Und den mit Abstand größten Unterschied sieht man bei den Grünen. Das. I don't really know. Also erstmal hat ja schulische Bildung absolut gar nichts mit Intelligenz als solches zu tun und erst recht nicht mit irgendeiner politischer Aufklärung. Das liegt vielmehr am eigenen Engagement. Und den dümmsten Take, den ich mir jetzt hier tatsächlich vorstellen könnte, der gebracht werden könnte, ist, naja, also die Grünen, die Grünen wählen, die sind ja alle gut gebildet und damit sind die auch alle reich und als reicher Mensch hast du mehr Zeit, dich mit solchen Dingen wie Klimaschutz zu beschäftigen. Und deswegen wählen die Grünen. Das wäre wirklich saudämlich. Das liegt daran, dass gebildete Menschen besser wählen und besser wissen, was gut ist. Aber führt hohe Bildung nicht zu mehr Einkommen und damit auch anderen Wohnorten, was zu einem rundum anderen Lebenssituation führt, die andere Politik erfordert? Nein, der Pöbel ist einfach dumm. Ich weiß, was gut ist. Sie wählen falsch. Allgemein machen Parteien halt Politik für ein Klientel. Und das Klientel der Grünen sind halt mittelständige Akademikermenschen aus Prenzlauer Berg, sowie ihre jungen und naiven Aktivistenkinder, die in der Bedürfnispyramide eigentlich schon alles ausgefüllt haben. Wo bin ich hier? Bin ich bei Jordan Peterson hier oder was? Das ist fucking wild. Außer die Spitze, die sie jetzt mit Umwelt- und Sozialaktivismus füllen, damit sie sich selber sagen können, sie gehören zu den Guten, die was in der Welt bewegen. Die Welt zu retten ist dir aber ein bisschen weniger wichtig, wenn du dir gerade darüber Sorgen machst, wie du die nächste Miete zahlen kannst. Und dieses Klientel mit diesen Sorgen sprechen die Grünen nicht so wirklich gut an. Und du kannst Menschen jetzt nach allen möglichen... Aber die AfD oder was? Haben die sich auch mal die Parteiprogramminhalte angeschaut? Anscheinend nicht, oder? Kriterien unterteilen und findest unterschiedliche Wahlergebnisse. Dieses, sie sind einfach nur ungebildet, ist einfach nur arrogante Scheiße. Viele sagen aber auch... Nein, ist keine arrogante Scheiße, weil die Leute ungebildet eben automatisch mit einer schulischen Ausbildung in Verbindung bringen. Und wenn ich sage ungebildet, dann heißt es unaufgeklärt und nicht engagiert. Das ist natürlich auch etwas, das sozioökonomische Faktoren hat. Also wenn du in einer sozial schwachen oder in dem Fall wirtschaftlich schwachen Familie aufwächst, dann hast du sehr viel weniger Zugang zu Bildung und Aufklärung. Aber mangelnde Bildung, also Schulbildung, ist jetzt nicht das Problem, sondern Aufklärung. Die Leute sind politikverdrossen. Die wählen nicht inhaltlich. Niemand wählt inhaltlich. Die wählen alle populistisch. Aus populistischen Gründen. Du musst dir vorstellen, dass es Menschen gibt, die Bürgergeld beziehen und die Christian Lindner einfach ein bisschen fresh finden und deswegen Christian Lindner wählen. Auch, dass die Bildung gegen rechte Ideologien fehlt. Und ja, sehr viele Leute haben nichts aus der Nazizeit gelernt. Aber viele Leute, die rufen, dass andere Leute nichts aus der Nazizeit gelernt haben, haben selber nichts aus der Nazizeit gelernt. Heißt das, wir haben auch nichts aus der Nazizeit gelernt? Ich hätte gerne in der Schule mehr aus der Nazizeit gelernt. Hm. Und wenn ihr euch jetzt zum Beispiel fragt, warum wir die AfD nicht einfach verbieten, weil die sind ja doof, dann solltet ihr auch mehr aus der Nazizeit lernen. Weil der Grund dafür ist, dass wir aus der Nazizeit gelernt haben. Und jetzt verhindern, dass, wenn gewisse Parteien an die Macht kommen, sie nicht einfach andere Parteien verbieten können. Ja, aber das hat trotzdem nichts mit dem Parteiverbotsverfahren zu tun, das wir in Deutschland immer noch haben, du Trottel. Ich sag mal Trottel, okay? Also deswegen haben wir einfach eine Gewaltenteilung.
Und es ist eben nicht die Regierungspartei oder die Regierung als solches dafür verantwortlich, potenziell verfassungsfeindliche Parteien zu verbieten, sondern andere Instanzen und Behörden. Das haben wir aus der Nazi-Zeit gelernt. Gewaltenteilung. Eine Partei kann nicht sagen, ich verbiete jetzt eine andere Partei. Der Schutz schützt natürlich auch Parteien, die nichts aus der Nazi-Zeit gelernt haben. Oh, jetzt haben wir so oft Nazi gesagt, ich hoffe, das ist nicht schlecht für die Monetarisierung. Die Medien sind schuld. Die Beschützer unserer Demokratie haben versagt. Die Paladine der Medien. Die Öffentlich-Rechtlichen. Denn die haben Menschen in Talkshows eingeladen mit falschen Meinungen. Es wird ihnen vorgeworfen, dass sie False Balancing betreiben. Das hat nichts mit falschen Meinungen zu tun. Ich weiß nicht, was das für ein Video ist. False Balancing geht nicht darum, dass Leute eine falsche Meinung haben, sondern dass Menschenfeindlichkeit und Unwissenschaftlichkeit verbreitet wird. Schauen wir uns die Sendung mit Herrn Korte an. Da sitzt Herr Korte, der energiepolitische Sprecher der AfD, und der spricht einfach gegen einen der führenden Klimaforscher, die wir in Deutschland haben. Einem Typen, der so krass gebildet ist, wenn es darum geht. Und der sitzt da einfach und kriegt den gleichen Redeanteil wie Korte. Einem Trottel, der sagt, naja, also Klimawandel, wohl eher Wetterschwankungen. Das ist False Balancing. Wenn du 99,x% aller führenden oder aller Klimawissenschaftler nimmst, die dir alle sagen, ist menschengemacht, müssen wir was gegen tun, alles kommt schlimmer als bislang erdacht, sollte man da vielleicht drauf hören. Und dann sollte man diese Stimme auch höher gewichten als so ein Korte, der sich da hinsetzt und sagt, na warten Sie mal ab, wenn ich Ihnen morgen ein paar Namen auf meiner Webseite veröffentliche, dann sehen Sie ganz schön dumm aus, der Wäsche heraus, die Klimaforscher. Wenn man zwei Gäste mit verschiedenen Meinungen einlädt, dann sieht es ja nach außen hin so aus. Das sind keine Meinungen, ey. Mich regt das so auf mit diesem Meinungsgelaber immer von diesen ganzen Trotteln, ey. Dieses Meinungsgelaber. Ich bin nun mal anderer Meinung. Das hat nichts mit einer Meinung zu tun. Das hat nichts mit einer Meinung zu tun. Wenn sich Herr Korte da hinsetzt und sagt, Klimawandel wohl eher Wetter, dann ist das keine Meinung. Wäre auch die Gesellschaft irgendwie 50-50 gespalten in diese Lage. Aber wäre es jetzt wirklich besser, wenn man einen gegen 99 Leute diskutieren lässt? Nein, man lässt ihn gar nicht diskutieren. Wenn wir wissen, durch Messungen, durch Erkenntnis, dass es den Klimawandel gibt und dass man den Klimawandel irgendwie ein bisschen bekriegen sollte, und das bedeutet eben den Kapitalismus zu bekriegen, in allererster Linie, dann sollte man niemanden dahinsetzen und die Meinung vertreten lassen, dass es den Klimawandel nicht gibt. Das sollte man nicht tun. Ich meine, wenn man jemanden mit einer falschen Meinung zu Gast hat, braucht man an sich ja auch nur eine Person, die ihn verbal zerfickt. Das ist ja das Schöne an Talkshows. Du lockst die Leute aus ihren Echokammern heraus. Und jetzt stehen sie ohne Schutz da und du kannst sie mit Argumenten abstechen. Aber dazu braucht es natürlich auch Leute, die sowas können. Was nicht leicht. Also Talkshows sieht man leider immer wieder dieselben Medienexperten, die denken, sie hätten zu jedem Thema den kompletten Durchblick. Wie diese zwei Hansis auf YouTube, die immer nur mit ihrem gefährlichen Halbwissen rumwerfen, aber verdammt gut aussehen. Immerhin das. Und die diskutieren dann mit einem Haufen Politiker, die Argumentationstaktik haben, ins Wort fallen. Gerade eben. Nein, das habe ich eine Minute zurück. Stopp. Können wir uns bitte darauf einigen, dass dieser Krieg bis heute langsam. Aber wenn man jetzt glaubt, dass durch so eine Talkrunden die Leute mehr AfD wählen, muss man ja auch erstmal glauben, dass Leute sowas tatsächlich gucken. Das Problem mit vielen Medien ist oft. Warum geht es nicht? Es geht um die Normalisierung dieser Talking Points. Es geht darum, dass du sie als gleichwertig präsentierst. So, und das ist das Gefährliche an False Balancing. Es geht darum, dass eben nicht klar gemacht werden kann, dass das, was der Herr Korte oder viele andere Trottel da erzählen bei Lanz oder anderen Talkshows, eben komplett wissenschaftsfeindlicher Mumpitz ist. Das passiert automatisch, wenn du zwei Menschen mit unterschiedlichen Positionen, die eine wissenschaftlich fundiert, die andere kompletter Unsinn, gegeneinander laufen lässt. Polit-Talkshows brauchen Live-Faktenchecks. Auch Faktenchecks interessiert die Menschen ja nicht. Wie erklärst du dir, dass die FDP in der Regierung ist? Oder die SPD. Oder die Grünen. Wenn wir irgendwie inhaltlich arbeiten würden. Oft, dass sie versuchen, von oben herab belehrend die Dinge anzugehen. Sie zeigen einfach nur mit dem Finger auf Sachen, die scheiße sind und böse. So wie dieses Frosch-Emoji hier. Das dürft ihr nicht benutzen, weil... Das steht Finger auf Sachen, die scheiße sind und böse. So wie dieses Frosch... Warum regen sich eigentlich alle über diesen Beitrag so auf? Ich habe das in den letzten Tagen komplett häufig gesehen. Dass sich da super viele drüber aufregen. Weil das Post dumm ist. Weil das Post dumm ist. Vorschrock 161. Du hast antifaschistische Aktion im Namen stehen. Und du findest Aufklärung über antifaschistische Kodierung lächerlich oder was. Frösche sind Nazis. Das steht da nicht. Da steht auch nicht, dass jeder, der diese Smileys benutzt, automatisch ein Nazi ist. Sondern da steht, dass es auf gewissen Plattformen, und da ist mir TikTok zum Beispiel aufgefallen, im Kontext
schon sehr viele dieser Codierungen gibt, die da benutzt werden. Kontext ist eben in dem Fall wichtig. Und dann ist Aufklärung darüber auch sehr wichtig. Wenn man auf TikTok in so einen rechten Sog reingerät und dann in den Kommentaren so einen Scheiß findet, ja, herzlichen Glückwunsch. Und die Leute sind einfach so bescheuert und stellen sich hin und sagen, naja, klar, Frösche sind Nazi auf einmal. Also bei euch ist ja auch alles Nazi. Haha, ich nutze auch Pepe und das ist ein witziges Meme. Ja, ist es auch. Aber trotzdem ist Pepe eben auch das Maskottchen von Alt-Right. Wenn ihr mal auf irgendwelchen 4chan-Seiten unterwegs seid oder damals 8chan oder so im Scheiß, heilige Pisse, Freunde. Also wirklich, Freunde, heilige Pisse. Oji hier, das dürft ihr nicht benutzen, weil das steht für Pepe, dieses Alt-Right-Rechts-Scheiß-Ding, weißt du, das darfst du nicht benutzen, du Nazi. Da haben wir mal ein ganzes Video zu. Das steht da auch nicht. Das steht auch nicht, dass man das nicht benutzen darf. Das steht da nirgends. Da steht nirgends, dass man das nicht benutzen darf. Gott, das macht mich so wütend immer, ne? Gemacht, aber vor allem Emojis zu verteufeln, macht überhaupt gar keinen Sinn. Ey, die Leute, die lieben. Das wird da auch nicht gemacht. Frösche, vor allem an einem Mittwoch. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Da sagt auch keiner was dagegen. Sie haben ganz vielen bunten Farben und sie schmecken so gut. So erreicht man niemanden und treibt sie halt eher weg. In die Hände. Oh, Odin, für deine Arbeit. Von anderen Medien, die die Menschen dann mit Hass und Hetze verderben. Bild. Aber da sollte man sich eher überlegen, warum funktioniert dieser Hass und Hetze? Vielleicht kann uns die Frage ja jemand beantworten, dessen Herz so schwarz ist wie das tiefste Loch im Ozean, da wo noch nicht mal James Cameron mit seinem U-Boot hingedeift ist. Wem gibt denn Friedrich Merz die Schuld? Dieses Gendern ist mit den Regeln der deutschen Sprache nicht zu vereinbaren. GenderInnen. Oh! Mein Bedürfnis, Fahrrad zu fahren, sinkt. Oh, PolitikerInnen. Ah, Flüchtlinge. Flüchtlinginnen? Dumme Windräder. Keine Ahnung. WindräderInnen. Gendern ist gerade das Lieblingskulturkampfthema der Konservativen, wenn sie gerade nichts anderes haben zum Hetzen. Weil wenn Menschen ja gendern, ist das ja gleichzustellen mit absoluter Zwang und irgendwas mit Stasi hier einfügen oder so. Aber auch wenn dieser Vorwurf absolut dämlich ist, gibt es hier etwas, was man verstehen muss. Und dazu gucken wir mal den typischen linksgrün versifften Boy an. Der redet komisch mit diesem Gendern, frisst dieses merkwürdige vegane Zeug, bewegt sich anders fort mit einem Fahrrad und der guckt nicht mal vor. Fußball. Der ist irgendwie einfach anders. Wir fühlen uns einfach wohler bei Menschen, die ähnlich sind wie wir selber, mit denen wir uns identifizieren können. Und diese Ähnlichkeit suchen wir auch in sowas Banalen wie Essen und Reden und Lieblingspornos. Politiker wie Söder fotografieren sich nicht ohne Grund andauernd beim Saufen, damit die Leute halt denken, den mag ich, der ist wie ich. Nein. Also ist es doch das Problem der Wähler oder was? Oder die mangelnde Aufklärung, Politikverdrossenheit, Populismusempfänglichkeit. Ist es doch dann die Schuld der Leute oder wie? Alkoholiker, der schlägt bestimmt auf seine Frau. Ob das jetzt noch so gut funktioniert, ist eine andere Sache. Aber viele Menschen fühlen sich definitiv einfach entfremdet. Sie fühlen sich halt in der Öffentlichkeit nicht mehr vertreten. Und da können wir uns über sie lustig machen, wie wir wollen. Das wird sie jetzt auch nicht wieder in die Gesellschaft reinführen. Einführen. Aber Politiker sind schon immer eine eigene Spezies und genauso auch AfD-Politiker. Ihre Volksnähe wirkt auch sehr erzwungen. Viele Themen, von denen sich die Menschen gerade entfremdet fühlen, fühlen sich aber auch von oben herab aufgezwungen an. Und einen Grund dafür nenne ich jetzt mal Corporatism. Viele wichtige Themen werden von Firmen entführt und dann in eine Moralentsaftungsmaschine geschmissen, damit sie sich dann in diesem süßen Moralsaft baden können, obwohl sie selbst genau das Gegenteil machen. FIFA predigt Toleranz und macht eine WM in Katar. Firmen, die mit Regenbogenflaggen um sich schmeißen, nutzen Arbeitslager in China. Oder Celebrities, die dazu aufrufen, den Klimawandel zu bekämpfen und dann aber mit ihrem Privatjet umherjetten. Vor allem klimaneutral ist so ein abgedroschenes Kapitalistenwort geworden, dass Firmen auf alle ihre Verpackungen klatschen, ohne dass wirklich klar ist, was das jetzt genau bedeutet. Oder ob es auch überhaupt stimmt. Also Klimaschutz allgemein ist nicht so gut greifbar. Ich meine, was ist überhaupt dieses CO2? Und warum messen wir den Scheiß in Tonnen, wenn es doch so leicht ist wie Luft? Vieles wirkt einfach von oben aufgezwungen. Von Leuten, die sich selbst nicht dran halten oder die Konsequenzen nicht tragen müssen. Aber genau diese Themen, wo die Leute immer mehr Skepsis haben, dominieren die Politik. Klimawandel, Flüchtlinge, Ukraine-Krieg sind ja auch wichtige Themen. Aber gleichzeitig haben wir Inflation, Wohnungsmangel, sinkende Reallöhne. Die Leute haben einfach Angst um ihre Existenz. Aber viele Dinge, über die in der Politik gerade gesprochen oder die gemacht werden, machen die Situation gefühlt noch schlimmer, als sie ist. Oh nein, Hilfe, die bösen Wärmepumpen kommen. Währenddessen heißt es bei den anderen Themen, die Rente kommt wohl später. Wir brauchen eine 42-Stunden-Woche und mehr Lust auf Arbeit. Wir müssen da wohl alle durch, also ihr da unten, denn wir haben Geld. Da muss man sich ja nicht wundern, dass die Leute pisst sind. Und schauen wir uns die Parteien doch mal an. Welche Wahl haben sie denn? Die FDP. Aber dann AfD wählen oder was?
Sehr viele Leute geben der FDP sehr viel Schuld. Aber was sie machen, ist auch sehr merkwürdig. Einerseits ermöglichen sie eine linke Regierung, indem sie halt die Ampel formen. Aber dann sehen sie sich als Brandmauer gegen links, Verteidigung gegen links und wollen alles blockieren. Sie labern was von schwarzer Null, wenn es um Mittel für die Unterschicht geht. Aber winken mit dem Geld, wenn es um Autos geht oder das Militär-Sondervermögen. Sie blockieren alles wie kleine Kinder und labern irgendwas von Innovationsoffenheit, obwohl sie eigentlich genau Innovationen verhindern. Und hetzen dann populistisch dagegen, ohne irgendwie selbst was hervorzubringen. Außerdem betreiben sie ganz offensichtlich sehr viel Lobbyismus. Und dabei arbeiten sie Hand in Hand mit der Union. Die FDP ist eine neoliberale Dreckspartei. Und CSU sind auch gerade nur am Hetzen. Ich kann allgemein kurz erwähnen, dass das politische Klima eigentlich nur aus Populismus besteht, was der AfD allgemein auch sehr viel hilft. Aber deren Politik ist allgemein am besten zu beschreiben mit Assetsverwaltung für Reiche. Alles möglichst so lassen, wie es ist, damit die Anlagen der Reichen ihren Wert behalten. Ich meine, wenn du fette Aktien in fossilen Energien hast, dann willst du keine erneuerbaren Energien. Ist doch logisch. Wenn dann aber Änderungen kommen und die FDP gut verhindert, dass die Reichen dafür zahlen müssen, blutet die Unterschicht. Was wieder eine sehr gute Vorlage ist für den Populismus. Das ist purer Machterhalt, ohne Vision, ohne Zukunftsplan. Und gerade für Menschen, die halt nicht bereits sehr viel haben, ist es sehr schwierig, was aufzubauen. Die SPD. Die machen gefühlt einfach gar nichts. Eigentlich sind sie ja historisch gesehen die Partei der Arbeiterklasse. Aber die Partei der Arbeiterklasse, die schon damals nicht so ganz mit der Arbeiterklasse an den Hand gehen wollte, nicht wahr? Würdigerweise höre ich von denen am meisten diese Sätze wie mehr Freude an Arbeit und 42-Stunden-Woche. Das ist keine Arbeiterpartei, das ist eine Arbeitspartei. Die SPD möchte, dass gearbeitet wird. Für andere. Die SPD möchte nicht, dass du als Arbeiter glücklich bist, sondern sie möchte, dass du als Arbeiter auch gefälligst arbeitest. Das möchte die. Das möchte die. Eine Arbeitgeberpartei. Wochen und wir müssen da halt durch. Und bis 80 arbeiten nicht vergessen. Oh je. Und die letzte Meldung, die ich von unserem Bundeskanzler mitbekommen habe, war, dass er umarmt wurde. Oh, und er hat Leute angeschrien. Wow. Die Grünen. Die sind einfach viel zu mittelständig und ich habe das Gefühl, viele von denen wissen einfach nicht, was es heißt, arm zu sein. Und wenn sie was Linke... Hä? Also die Grünen hatten neben der Linkspartei das einzig sozialgerechte Steuerprogramm in ihrem Bundestagsprogramm. Das ist doch so dumm. Machen ist sowas wie oben ohne Baden ermöglicht. Und ich könnte hier jetzt ganz viele tolle Boomer-Sprüche einfügen, dass ich natürlich da voll hinterstehe. Wenn aber nichts anderes kommt, verstärkt es doch sehr das Gefühl, dass sie einfach in einer anderen Realität leben. Und ich glaube, ihre Real... Also selbst wenn die sich um nichts anderes kümmern würden als die Klimakatastrophe und da auch wirklich engagiert dahinter wären, was sie nicht sind, dann wären sie ja immer noch die in der Realität am verwurzelndste Partei. Weil die Klimakatastrophe nun mal die größte Gefahr der Menschheit ist, derzeit. Und das wird auch noch eine ganze Weile so bleiben. Ich meine, er hat wahrscheinlich recht damit. Die Grünen ist ja eine der wenigen Parteien, die den IPCC-Bericht gelesen hat. Aber, und damit leben sie wahrscheinlich in einer anderen Realität, weil das ja niemand macht. Aber wer sagt denn bitte, dass man reich sein muss, um die Grünen zu wählen? Was ist denn das für ein dummer Take? Das erschließt sich mir einfach nicht. Realpolitik scheitert einfach an den Mächten der Welt. Wie dieses RWE es einfach zu mächtig ja gezeigt hat. Der Konzern hat zu viel Macht. Das ist das, was ich nach einem Jahr Bundestag gelernt habe. Entschuldigung? Ja, was heißt Entschuldigung? Ja, das ist so. Das sind doch ehrliche Worte. Das sind doch ehrliche Worte. Sie sind einfach zu zoft. Wie auch immer, sie holen die Unterschicht überhaupt nicht ab. Gab's da nicht noch irgendeine Partei? Irgendwie eine Partei, die diese Lücke eigentlich wunderbar füllen könnte? Die aber irgendwie so einen merkwürdigen Beef haben und deshalb komplett von der Oberfläche verschwunden sind? Ah, ja, hier, die Sonstige. Ah, Sonstige. Also fassen wir einmal zusammen. Da ist... Detlef. Die Inflation frisst sein Geld, die Miete steigt, alternativen Wohnraum gibt's nicht, sein Verbrenner wird verteufelt, seine Art zu essen problematisiert und das alles von Leuten, die irgendwie anders sind als er. In Politik und Medien geht's um Migranten, Queerrechte, es geht um Klimawandel, es geht um alles, aber nicht um seine Probleme. Und wenn es mal um ihn geht, dann ist er das Problem. Währenddessen schieben sich Politiker das kleine Problem Detlef gegenseitig in die Schuhe und es gibt genügend Hetze, die ihm schöne, einfache Feindbilder liefern. Und da ist es nicht wirklich so verwunderlich, dass die Leute die AfD in Umfragen angeben, was sie denn wählen würden, wäre jetzt irgendeine Wahl. Auch wenn die AfD nichts anderes macht, außer Scheiße sein. Einen einfachen Schuldigen an der Situation gibt es nicht. Aber wenn sich die ganzen anderen Parteien weiter einfach gegenseitig anpimmeln, anstatt Politik zu machen, dann müssen sie sich bei der nächsten Wahl nicht wundern, abgestraft zu werden. Aber hoffen wir einfach mal, dass sich die Leute noch für eine Alternative der Alternative zum Abstrafen entscheiden. Das ist aber eine klare und gute Positionierung gegen die AfD und gegen rechts. Super.